Karl Klabauterbach, rein äußerlich die Ahnfrau der Schreckensvirologie von seiner immer wiederkehrenden Botschaft, Herr oberster Weltuntergangsprediger Deutschlands mit einem sadistischen Hang zur Qual, rückt wieder aus. Das Mauerblümchen hatte nämlich Sendepause. Die Augen des verschreckten Volkes richteten sich nach Kiew. Aber nun ist er wieder da, die fleischgewordene Qual, und schockiert das Volk mit Genuss. Der Killervirus kommt im Herbst, ist sich der geistige Schrumpfgermane diesmal ganz sicher, ganz sicher, der Killervirus. Und irgendwie kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die einst unbemerkte blutleere Gestalt nun als Horrorclown der deutschen Regierung eine fast diebische Freude daran hat, Angst und Schrecken zu verbreiten, mit regelrechter Aggression, Chaos und die Apokalypse zu verkünden. Trotzig wie ein ADHS-Bampalatsch glaubt er nun an den Killervirus, weil das bisher Gezeigte offenbar nicht mehr ausreicht, die Menschheit mit Drohungen an der Stange, sprich am Lockdown, zu halten. Jetzt muss eben der Killervirus her, die virologische Finte, mit der Klabauterbach sein Volk klein und verängstigt halten will. Denn der Professor weiß so gut, die Angst ist der Feind der Freiheit. Je mehr Angst im Volk, umso gefügiger ist es. Stell dir vor, es ist Pandemie und keiner geht mehr hin. Eine Horrorvorstellung. Zu oft hat er sich aber selbst widerlegt, widersprochen, wurde der glatten Unwahrheit überführt. Zu oft macht er den Eindruck, selbst nicht mehr zu wissen, was er eigentlich sagt. Zu oft ist er nur mehr verwirrt, stottert apathisch und ist nicht mehr Herr der Sinne. Der Diagnostiker Deutschlands selbst ein Fall für die Diagnose? Wohl eher für die Therapie in einer geschlossenen Anstalt samt bequemer Gummizelle. Dort kann er den Weltuntergang mit seinen Mitklienten, Herrn Napoleon und Herrn Stalin, im Nachbarzimmer skizzieren. Dann sind sie vereint, die verschrobenen Geister der Welt.